So, dann kommen wir mit dem Chupacabra-LP. Ich bin's mit dem Chupacabra und heute geht's zum Neufall von Ark. Ja. Yes. Das tut Okay. es. Muss man es eigentlich zusammenfassen oder sieht man das bei dir Man kann sich das bei mir in tausendfacher Geschwindigkeit angucken, was wir in diesen 3 Stunden getan haben, ja. Also, Das ne? sind. Schaut auf meinem Kanal vorbei, da seht ihr das, bei ihm nicht. Ihm war Wir die sind Arbeit nicht wert, ungefähr. er hat gesagt, das ist seine Community ihm nicht wert und dann dachte ich mir, okay. Wie räudiger gemacht hat. Wie räudiger macht. Okay, gut. Wo Aber Stand jetzt der irgendwie. Dinge? Wir sind jetzt an einem anderen Ort. Ich kann ja hier mal einen kleinen Rundflug machen, dass ihr es seht. Ja gut, ich sehe es halt nicht. Ist halt. Es ist okay hier. Ne? So mit der Ruine da und so. Sieht okayisch aus. Hier kann man sich erstmal niederlassen. Also 100% zufrieden sind wir nicht. Es kann gut sein, dass wir nochmal umziehen oder so. Möglicherweise, aber jetzt gerade in den nächsten paar Stunden vielleicht nicht. Würde mich jetzt erstmal ausziehen, weil es ist sehr heiß hier. Und es bringt null. Echt nicht? Das ist so heiß, dass wir HP verlieren. Also ich auf jeden Fall. Es ist eine brennende Flamme rechts unten, ne? Bei mir Yes. also Wir richtig. haben es hier 48 Grad, Schuppi. Ist doch ganz okay, eigentlich ganz normale Temperatur Gemütliche 48 Grad, da. sollen wir mal machen. Sollten wir noch weiter sollten wir noch weiterziehen oder sollen wir da bleiben? Weiß nicht. Ach, übrigens hier bei mir auf der Karte kann man sehen, ich habe hier ein bisschen was markiert. Da war nach links rüber geflogen, da sieht man jetzt Cutter Space. Ja. Hier ist auch jemand im Channel, sag mal hallo. Hallo. Da ist die Cutter. Auf dem Weg dahin habe ich ein gutes Eisenvorkommen gesehen, das habe ich auch markiert und da unten ist unsere alte Heimat. Hier sind wir jetzt und wir sterben gerade. Ich platziere mal das Bett in deinem Haus, ne? ich verliere echt HP. Es Ja, ist sag einfach ich ja. so warm, dass ich HP verliere. Das sag ich ja. Gut, so viel zu unserem neuen, zu unserer neuen Basis, ne? Dann J. müssen wir hätte Resistenzen skillen, ne? Echt? Wir müssen echt Resistenzen skillen für die Hitze, oder wie? Ja. Das ist echt nicht gut. Na gut, dann setzen wir uns. Dann gehen wir halt noch mal weiter, ne? Wo willst du noch ein bisschen weitergehen, sagst du? Da vorne ist ein Raptor, Thomas. Der greift gerade einen Bronto an. Die kleine Hütte. Kiste ist ein bisschen nervig in der kleinen Hütte. Ja, die habe ich da einfach noch eingestellt, ob ich den Sattel kurz ablegen konnte. Der Thomas, da vorne ist ein Raptor beim Bronto. Ich stell dann halt auf dein Dach. Ja, ich weiß, hier ist. Oh, ich. Das ist keine Zeit für sowas, ich muss ein Bett stellen. Ach so. Also wolltest du das Bett in meine kleine Hütte da stellen, oder Jep. Ach. Ich muss irgendwie auf die Hütte drauf. Na, warte mal. Da sind zwei Raptoren sogar, Thomas. Das ist auf mir zu folgen, nervt mich nicht. So. Oh, easy. So kann ich das nicht bauen. Gebiet ist versperrt. Was für Gebiet ist versperrt? Ja, egal, so, passt. Okay. Wunderschön. Das sind zwei Raptoren, Thomas. Immer noch. Das ist ein Raptor. Ja, wie viel Bonus hast du? Drei. Passt. Kann ich mich ins Wasser setzen? Ist es da noch immer noch zu warm? So, ja, wir sind gerade am Sterben. Warte mal. Hilft das? Nein. Überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Es ist einfach zu 37 warm Grad, ist hier, schon ne? kühler geworden. Ja, aber trotzdem fliegt die ganze Zeit hier durch. Der Raptor kommt zu dir, Chuppi. Der Raptor greift den Parasaurus an. Was tust du? Soll ich machen? Okay. Was wird das hier? Das ist nicht gut, dass der Raptor, dass sie den Raptor verfolgen, ne? Das ist gerade Alter, so. jetzt kommt er hier. Geist, 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 Ja, du Geist, hast gepfiffen Geist, und Geist. dann haben sie angegriffen. Jetzt greift er Geist, meinen Geist. Fuchshauch an! Okay, dann pfeife ich nochmal. Los geht's, Geist. Ich hab. Warte, du musst nochmal Das pfeifen. sind zwei Raptoren. Erste Situation, erstmal gleich Drama mit Schuppi hier. Ja, Ramaidon ist tot. Das ist schon wieder mein Ramaidon weg. Da, ich hab den Raptor gefangen, gestackt. Ich hab da den zweiten auch. Schießt die Scheiße aus dem Boss. Was wird das hier gerade? Wir hätten aber nicht ewig, Schuppi, ne? Wir hätten nicht so lange. Ja, ich weiß, ich habe keine Pfeile mehr, Thomas. Anna Ja, ist down. er ist down, ja, er ist down, schön. Ich habe meine ganzen Dinos verloren. Ich habe keine Pfeile mehr, Schuppi. Wollen wir mit der Faust draufhauen?
Du Misero! Ich helfe dir zu mir. Hau doch zu, Mann! Ja, hau zu! Ich bin tot. Du hast getötet super. Von Soul Enix. Ja, gut. Was? Das ist natürlich, das ist auf einem neuen Level, würde ich mal sagen. Ich nehme das Bett da. Du wirst getötet von Soul Enix. Du wirst getötet von Soul Enix. Das passiert einem auch nicht alle Tage. Kannst du dem Raptor Fleisch geben? Oh, ich hab keins. Weil ich habe Fleisch, okay. Dann snack ich mir den Raptor, Thomas. Ich finde eigentlich nicht, dass du ihn verdient hast, ne? Muss ich mal ehrlich sein, Schuppi. Ich hab dich gebullert, Mann, was willst du von mir? Gebullert, aber. Ja. Durch deine Rumgepfeiferei sind Dinos gestorben, ne? Wollte ich nur mal sagen. Wo sind meine. Achso, da ist ihr Fleisch in dem Dino hier. Oh. Komm mal her, da. Ich habe alle meine Pfeile Dinos mehr. Wieder verloren. Ja, und dein Dino-Management ist echt für den Arsch, ne? Muss man einfach mal sagen. Egal, ich habe Level 20. Und er hatte schon wieder Tunnelblick, ne? Den Raptor hat er schon wieder nicht kommen sehen. Schuppi hatte mal Tunnelblick im Arc. Warte, dann. Ah, dein Raptor. Nein, nicht den Raptor, dann. Mein Raptor kann ja, noch was heilen. Dein Raptor ist schon tot längst. Thomas! Ja. Ja, komm mit, Raptor. Komm mal mit. Ja, yeah, danke schön. Bisschen weg, halt das Tal, Halleluja. Kannst du ihn. Chupacabra. Kannst du ihn. Thomas? Ich kann mich nicht zweiteilen. Thomas? Was wäre dein Raptor in meiner Nähe? Der andere Raptor ist umgedreht. Er ist gut. Thomas, pulst den anderen Raptor bei diesem großen Bronto-Schubser-Ding nochmal weg. Ich bin immer noch den einen wegpullen. Also den anderen auch noch wegpullen? Er greift jetzt einen Triceratops an. Ich werde jetzt sowas von down gehen. Er kommt mir immer näher und näher. Ich muss jetzt mal kurz ausdauerringen. Da, Thomas, er hat auf mich so viel getan. Attacko! Hallo, greif mich mal an. Ja, so ist fein. Komm mal mit. Also so viel dazu, ne? Würde Chuppi nur ohne mich machen, muss man sich an dieser Stelle ja. Fahren, ne? Hey, ja, natürlich. Hey, Raptor, hallo. So, er kommt zurück zu dir, Chuppi! Er ignoriert mich! Er ignoriert mich! Chuppi, lauf! Das ist ausdauerlich. Yeah. Er geht ins Haus rein! Thomas? Ja? Er kracht meine Hütte an. Das ist Level 8, hast du keine Pfeile mehr? Hopp, ich hab exakt 0. Ich hab keine Feuersteine mehr für einen Pfeil, aber ich kann einen Narkosepfeil herstellen. Wie viel HP hast du? Kannst du ihn tanken, dann hau ich ihn mit der Lanze. Thomas, ich liege am Boden in meiner Basis, ich liege am Boden in meiner Basis, ich liege am Boden in meiner Basis, ich liege am Boden in meiner Basis. Komm mit, Schuppi, man, halte durch. Ich liege am Boden in meiner Basis. Er ist tot, Schuppi. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, was hier gerade passiert. Neue harmlose Heimat. Weil der Bronto hier knackt sich auch an der Luft sein Bein weg. Ganz normal alles. Thomas, er ist reingesprungen mit seinem Sprungangriff und hat mich getötet damit. Ja, du hast ja gesagt, safe kommt er da nicht rein, ne? Ich habe nichts gesagt. Achso, und er will den Raptor für sich beanspruchen, ja? Er. Jetzt nimm mir den Raptor jetzt nicht weg noch, weil ich habe eh nichts mehr. Du kannst ihn haben, Mann. Ich hab ja schon mein Pterodon. Und was hast du gefunden? Zwei Raptoren. Drei Raptoren? Zwei Raptoren. Oh, schön. Pulst du sie weg? Nee, ich versuch's, ja. Okay. Ich glaub, hier gibt's ein paar Raptoren. Glaubst du das oder weißt du das? Ich glaube. Ach, drei Raptoren, sorry. Hallo? Seht ihr euch nicht für mich, oder was? Einer kommt jetzt. Zwei. Hallo, dritter. Hallo. Das ist hier gerade alles voll mit Raptoren, Mann. Weil so viele Fleischfresser spawnen, wie schon gesagt. Oh Gott, Insekten. Ich krieg die alle nicht. Und wo ist mein Raptor? 4,200 liegt auf dem Boden. Okay, ich hab wieder Durst. Was ist das für eine Kacke? Wie schnell man hier trinken verliert, ne? Guck mal, hier ist ein Parasaurus-Raptor. Hm?
Aua, aua, aua. Die lassen sich echt von anderen Dinos ablenken, oder wie? Ja. Was ist das für bitte für ein Sumpf? Entspannte Folge. Entspannt. Sehr entspannt. Ja, startet wieder super, ne? Ich hab grad schon wieder was umzuziehen. Ich bin bei der Ruine. Du bist eine Ruine. Sollen wir mal anders hin? Ein Raptor steht. Ein Raptor steht. Ja. Ein Raptor kann stehen. Der kriegt den genauso schnell hoch, ne? Level 107, Schuppi. Echt? Yes. Nice. Mein Raptor steht. Du bist sogar hergepfiffen, wie nett von dir. Ach, so bin ich, Schuppi. Richtig, nice boy, ne? Und da oben kommt ein Raptor runter. Weißt du was? Das ist, finde ich, das ist gut. Hier, willst du dich mit mir anlegen, Raptor? Komm, spring mich an. Na los, ja, komm, spring mich an. Ja, geil. Geil, hast du mich angesprungen, Raptor. Und jetzt? Was passiert da? Hä? Was machst du? Dein komm. Raptor, lol. Ja, da kam mein ein Raptor und ich dachte mir, ich lass mich auch Spaß mal von dem anspringen. Mein Raptor Level 107 hat den zerfleischt, oder? Ja, natürlich. Gut, dann haben wir jetzt hier mal meine Leiche. Kann ich erstmal abbauen hier. Easy rohes Fleisch. Warte, Thomas. Optionen. Namen ändern. Speedy? Speedy V3? Speedy mit 3. Achso, du hast immer ein E mehr, ja? Ja, natürlich mache ich ein E mehr. Wieso dann mit 3 E? Du hast ja denn dein erstes ja nicht Speedy. Nein, der heißt ja Speedy, ja genau. Ja, du hast, bei dir sind schon 2 Speedys gestorben. Echt? Deswegen musst du jetzt mit 4 E's eigentlich. Ach, wurscht. Ich nehme das einfach so jetzt hin. Guck mal, da ist ein Dillo. Willst du den nicht sehen? Also ich habe noch genau 0 Narkose für eine. Ich auch. Mir fällt auf, Schuppi, hier in der Umgebung sind eigentlich fast nirgendwo Büsche. Da oben sind noch welche. Ach, du meinst da, wo ich die ganzen Raptoren hingebracht habe? Ja, genau da. Na dann. Also willst du jetzt umziehen, oder? Wohin denn? Wohin denn? Keine Ahnung, wohin. Frage mich das nicht. Ich weiß nicht mehr, wo wir hin sollten, weißt du? In der Nähe des Vulkans ist es einfach zu warm. Ja. Wir könnten noch nach dem... Wenn wir jetzt vom Vulkan ausgehen, ne? Also von unserer Position aus, könnten wir nach Nordosten gehen. So in die Richtung. Nach Nordosten? Wieder an den Strand oder was? Nein, nach Nordosten. Ja. Der Vulkan ist im Norden, Schuppi. Ja, der Vulkan ist... Schau, wenn du die Karte aufmachst, Thomas, ja? Ja. Ist der Vulkan im... Norden. Nordost. Oh, Entschuldigung, falsche Himmelsrichtung. Nee, oh, wir können nach Nordwest, also, ja doch, Nordwest gehen. Okay, let's gehen. Go. So in die Richtung. Aber wo bist du denn nicht? Ah, da. Okay. Dann gehen wir, ne? Oh, du hast ja jetzt einen starken Raptor. Was hat er für Stats? F. Eigentlich interessieren nur HP, Ausdauer und Angriff und Gewicht. 1200 Gesundheit, 360 Ausdauer und 201 Angriff. Sehr gut. Raptor. Guter Raptor. Mein Raptor. Und jetzt nicht mehr. Ich dachte, ich bin nicht hochbekommen und ich dachte, was ist jetzt los? Ich dachte, ich wurde angesprungen oder so. Was ist denn das für ein Tier da? Rechts. Ah, das ist das, was mit Bäume klettern kann. Da unten, guck. Das soll auch recht stark sein, habe ich gehört. Ja, ich renn. Bist du über mir? Yes. Okay. Ich muss noch ein bisschen weiter nach links. Ja, ich muss hier erstmal. Gut, Leute, eigentlich wollten wir jetzt eine Base bauen, ne? Deswegen gab es das alte Video Weg zur neuen Heimat. Und die neue Heimat wird schon wieder verlassen. Die der neue läuft Heimat, hinterher, Schuppi. Die neue Heimat hat uns nicht so sehr überzeugt, wie wir gedacht hätten. Machen wir weg? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welches Level der ist. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Ich weiß nicht, was der kann. Ein Säbelzahntiger. Gib ihm, Chubby, gib ihm. Und wir frieren hier? Wow. Das ist Level 16. Sicherlich. Komm her, Mann. So, ich fress dich auch. Oh, gut, mal Raptor, du musst nicht so viel Angst haben, Chubby. Ja, warte, ich friere auf einmal. Und hier frieren ja, wir schon? Ich friere auch Todes. Ich geh meine Sache wieder an, so. Aber wieso frieren wir hier schon? Friere ich hier auch so sehr, Chubby? Von HP verliert. Echt? Auf was muss ich eigentlich gehen mit dem Raptor?
Pistets. Dann geh mal ruhig auf 2000 HP und auf 300% Angriff. Dann mach ich HP als erstes. Gut, dann gehen wir weiter, ne? Yes, let's go. Warte, in welche Richtung nochmal? Wir müssen okay. Falsch gelaufen, daher da oben. Ja, die Richtung. Ich hoffe, wir kommen hier bald aus dem kalten Bereich raus, wobei ich glaube, im Norden ist es immer kühler, ne? Ja, aber ich wollte nach Nordwest gehen, damit so genau in die Mitte, so weißt du, so von Nordwest. Komm mal, jetzt ein Skorpion-Schuppi. Guck mich gar nicht. Aber hier ist es kalt wieder, willst du mich verarschen? Was es hier alles für Dinos gibt, ne? Die gab es bei unserer alten Basis überhaupt nicht mal in der Nähe. Hier, siehst du die ganzen Dinos? Den, das sind 3 Raptoren, 4 Raptoren. Was? Den sollst du dich vielleicht nicht anlegen. Der Raptor ist zwar stark, Chuppi. Ja, dann lass ihn in die Mitte durchschneiden. Okay. Mach's gut. Thomas, lass mich doch nicht im Stich. Ich schneide durch die Mitte, hast du doch gesagt. Ja, schnell durch die Mitte. Aber mit meinem Raptor, mit der Raptor-Geschwindigkeit, nicht mit einer Flugsauergeschwindigkeit. Warte, mit meinem Raptor muss ich kurz noch. Muss kurz ausdauern. Aber wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Hier ist es wieder warm, Schuppi. Bei mir, ich friere noch. Ja, hier ist warm. Und hier ist warm. Und hier friert noch. Guck, wenn das ist genau die Mitte hier. Da friert. Eiskalt. Du. Und da ist warm. Aber schauen wir mal. 28 Grad hier und 1 Grad hier. Das ist ja gut. Ja gut. Es ist halt arg, was? Hier sind ein paar Parallelwelten, die aufeinandertreffen. Da wird's halt mal kühl. Kann mein Raptor schwimmen? Ja. Okay. Dennoch würdest du aufpassen wegen Piranhas. Wurscht, ich renne jetzt einfach durch. Okay. Das war da aber echt ein Piranha. Da war echt ein Piranha da drin. Ich wieder nicht mehr sehe, ne? Ich bin am Fluss, Thomas. Am Fluss. Da bin ich auch Chippy. Rechts. Bist du da auf dem Raptor, ja? Ja. Ich war schon wieder so weit nach rechts abgehauen, ne? Mit Chippy immer. Du mit der Übersicht von dem Fisch, ja? Ja, weißt du, wie klein du bist aus der Luft, Chippy? Ja, da steht kein Name drüber. Das ist eine Flugsau. Pack dich jetzt, Mann. Ich hoffe, dich zu den Piranhas. Nein, das sind Insekten, verfolgen mich gerade. Pack mich jetzt nicht. Eine Nervensäge? Was ist los? Es hat aufgehört zu regnen. Und wie warm ist es hier? Oh nee, jetzt hab ich 30 Grad. 30 Grad geht doch, oder, Thomas? Ja, 30 Grad ist entspannt. Aber ich will nicht schon wieder an den Strand, weißt du? Was ist das für ein Tür? Achso, ein Parasaurus. Ich will nicht schon wieder an den Strand. Eigentlich ist es hier. Ich verhungere, Chuppi, hast du Essen mit? Nee, ich habe rohes Fleisch. Na doch, ich habe 5 Stück. Ja. Chuppi, Killer. Ah, Friedrich hat sich den Kill gesnackt. Wie er mir den Kill klaut? Das für einer hier? Der weibliche Friedrich. Ich wollte Fleisch. Was ist das für ein Ding da vorne? Das. Kalimus. Zwei du Sitzer. Nein, aber schnell. Hat super wenig HP, den 3 Raptoren. Ja gut. Jetzt können wir hier quasi weiter nach Westen laufen, ne? Irgendwas Schönes finden. Nach Westen? Achso, in die Richtung. Na gut, dann go for it, ne? Wir müssen dann irgendwann vielleicht ein paar Mal anhalten wegen Essen oder so. Ah, hier sind aber wieder sonst... Raptoren, 2 Stück, die kannst du aber schaffen. 3 Stück, ne, nevermind. Aber die greifst du auch mit an, oder? Ja, guck mal, die stehen hier gerade bei mir, du kannst schnell an denen vorbeilaufen. Ich bin schon gerade an denen vorbeigelaufen. Ja, ich seh dich. Den hier unter mir. Soll mich campen. Aber wie viele Raptoren es in der Umgebung gibt. Ja. Das ist voll mit Raptoren. Ja, hey, diese Grafikfehler. Ist wieder so Striche hinter dir her. Ach, das ist. Ja, das machst du auch bei mir. Vollversion, alles kein Problem. Diese Sprungattacke vom Raptor ist halt echt räudig, ne? Yes. Der Name ist gerade wieder despawned. Ich bin mir lieber hinterher.
Warte, mein Raptor muss kurz Ausdauer regen. Gut, was ist das hinter uns? Ist das ein Agentavis da oben? Was ist denn ein Agentavis? Ein Stück sogar. Nicht nur. Ist das Schneegebiet links von uns? Wir sind Hyänen. Was ist hier auf der Bucht, wo die Hyänen stehen? Wir sind Ankylosauren. Ach, wir haben aber keine Wasserquelle in der Nähe, ne? Nee. Sind das Raptoren beim Kristall da unten oder sind die los? Dillo. Also sieht safe aus soweit. Kannst du hin. Ja, easy. Was haben wir da drinnen? Nee. Ah, Metall. Geil. Du springst mir nicht an, du kleines Kackvieh. Na, er spuckt dich ja an. Das war ein Dillo. Das war einer dieser kleinen Anspringer. Oh, hier ist eine Ruine. Wo denn? Right here. Wo ist right here? Doch, hier ist straight drauf zugelaufen. Oh, cool. Aranea. Okay. Also müssen wir so eine Spinne lernen. Explorer noch aufmachen. Ah, schön. Mm, ja, ja, gefällt mir. Gefällt mir. Mm, ja, schönes Bild, schönes Bild. Next. Ich habe übrigens vorhin schon den Giganaut gefunden. Oh, da ist ein Alpha. Warte. Ein. Ah, ne, das sind wir Allosauren. War kein Alpha. Alles gut. Alles gut, Sindor. Jetzt drück ich schon wieder I. Ja, aber vor den Allosauren sollst du auch unbedingt weglaufen. Echt, ich soll vor denen weglaufen? Die schaffst du nicht. Ey, Mann. Da Kompis. Wollt ihr von mir? Die Allosauren sind direkt hier oben. Warte kurz, ich muss kurz die Kompis klären. So. Passt, was? Unter mir sind die Allosaurier. Was waren Allosaurier noch? Die, die dich slowen und du dann Safecoil nicht mehr wegkommst und zu 100% stirbst. Und du sie nicht schaffst. Ja gut, dann rede ich mal weiter. Guter Plan. Ein Stego. So, Parasaurus, Gallimus. Ja, hier sieht's doch schon langsam schöner aus. Und nicht mehr so heiß wie vorhin. 27 Grad, geht eigentlich. Wo bist du gerade? Ah, da. War ganz im Norden. Warte, wir kommen gerade auf dem Schneegebiet zu, oder? Was ist mit hier? Da vorne die Klippe, oder was? Ja, doch was, ne? Gehen wir mal hin, schauen wir mal, wie warm das Wetter dort ist. Oder kalt. Zwischenland hier nur mal kurz. Am besten auch gucken, wie es mit den Ressourcen aussieht. Ich muss da auch noch links, wie ist das, jetzt kurz stehen bleiben für die Ausdauer. Aber sonst könnten wir hier. Es sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich auf der Klippe. Schauen wir mal. Ja, ist auch wieder eine Ruine auf der Klippe. Bist schon dort, oder? Ja. Okay. Na gut, du kannst das straight durchfliegen. Vergessen. Was haben wir hier für eine Note? Von. Was ist das denn? Ato. Pliria. Was? Hier sind ja nochmal die. Also 1000 Füßer, die großen. Ich hab keine Ahnung, ich hab Thomas, ich spiele das Spiel seit 60 Stunden. Ich meine Real Life. 1000 Füßler? Ja, die großen. Die auch teilweise Spinnen wegfressen. Ach, Centipedes, aber ja, ich weiß nicht, ja. Human Centipede. Nicht Human Centipedes. Gut. Okay. Ja, Human Centipedes. Genau davon Punkt. Reden wir hier. Punkt. Ja, das ist gut. Also 12 Grad haben wir hier, das passt. Wo ist diese Ruine? Ich sehe sie nicht. Na da. Bäume haben wir hier nicht unbedingt sehr viele, müssen wir ein Stück laufen. Ach, die Dinger. Level up. Na, ich drück schon wieder I. Und hab und oh, ich hab 2 Punkte. Hier war eine Wasserquelle, Mann. Guck mal hier. Wo denn? Lauf mal hier ein bisschen runter. Voll nice aus. Hä? Ich muss ein bisschen runterlaufen. Ah, da. Wo denn? Noch eine ganze Ecke. Komm mit schon. Sollen wir da vorne dann bauen, oder wie? Bei einem Wasser da?
Ich weiß nicht, ob wir direkt bei dem Wasser bauen sollen, aber würde eigentlich auch cool aussehen, ne, hier am Wasser zu bauen. Quasi mit eigenem Teich. Aber hier sind es nur 10 Grad. Ja, aber es wird ja ungerecht tun, ja nicht angezeigt, dass es schlimm ist. Das erinnert mich an The Forest. Ja, ne? Ja. Schuppi, aber dann mega. bauen wir hier eine Rampe mit Pfeilern hoch. Du kannst dich mal mit deinen beschissenen Pfeilern, ne? Wie gefällt's hier? Oh, sieht nice aus, ja. Jetzt müssen wir nur warten bis es Tag ist, damit wir auch irgendwas sehen, aber dann ja. Ja, wir sind bei 28 Minuten. Ich skille noch mal ein bisschen in Grammpunkte. Dann 28 Minuten? Ich bin bei 25. Ja, ich habe vorher schon aufgenommen. Ach so. Musst ja nochmal dein OBS neu starten. Wenn ich im Grammpunkte 380. Ja gut. Ja, mach mal kurz, Schuppi. Ja, mal ganz kurz mach ich das. Was brauche ich denn hier? Sackel. Oder der Dödi-Sackel. Schräge Holzwand links. Wenn du richtige Dächer bauen willst, brauchst du sowas. Wofür braucht man einfach den Harz-Sammler? Wofür braucht man Harz? Tree-Sap, du kannst einen Gemüsekuchen herstellen. Geil. Schräges Dach, das brauche ich auch, ne? Schräges Holzdach brauche ich. Caprosuchus, war das nicht das Vieh, was mich angesprungen und gefressen hat? Ich glaube. Kann man auch einen Sattel lernen? Araneo-Sattel, ja, ist eigentlich wichtig. Chuppi möchte es bestimmt noch haben. Safe, man. Bei dem Video, was du geguckt hast, stand ja, sollte man nicht zähmen, ne? Araneo, ne, sollte Dyer man nicht. Dyer-Bier-Sattel, safe. Was? Dyer-Bier. Nicht Dyer-Wolf, Wolf. Ach so, das ist ein Ding, ein Bär, ja, oder? Ja. Ein Stegosattel kann man sich sogar machen. Ja, hier, ich lerne jetzt erstmal ein Wechshaus, da sind meine Punkte ruckzuck weg. Gallimus-Sattel. Zack, zack, zack. Punkte leer. Was? Das Gewächshaus kostet da? Metallwasserleitung, Araneo-Sattel, Giftgas, Schalldämpfer. Metallwasserspeicher. Ja, mich hat ja auch schon mal jemand angeschossen, ne? Wicked. Der ist hier eh nicht guckt und von daher unwichtig. Der Gewächshausdach, Gewächshauswand. Wisst ihr, was das kostet, man? 30, 30 braucht das, holy moly. Oh ja. Ein dunkel, was? Ein dunkel Leosteo-Sattel. Dyer-Bier-Sattel. Kano-Sattel. Megalodon-Sattel. Alles Sachen, die wir eigentlich brauchen noch, aber wir werden ja noch genug Engrammpunkte. Sind hier gerade mal Level 56. Stromkabel hier und so weiter. Kriegskarte. Stromkabel auch Pflicht. Gut, ich werde da mal kurz neue Base markieren. Beziehungsweise die alte Base löschen. Eine GPS. Wally-Rino-Sattel. Steigen. Etagenbett. Base. Es gibt schon Etagenbetten. Flakhelm. Alter, was es da alles jetzt schon gibt. So, was könnte das sein? 18? Sagen wir mal 1871. Oder 1870. 1870. Aber braucht man eigentlich ein Gewächshaus? Ja, hab ich sehr gut erwischt. Gewächshaus ist schon cool, wächst alles schneller. Und später für Kibbles und so brauchen, müssen wir auch Karotten und Kartoffeln und müssen wir alles anbauen. Okay, ja, dann, ich lerne das schon, dann brauchst du es nicht verlernen. Sind verdammt viele Punkte. Dann investier die lieber in Sattel, damit wir dann die Sattel haben für die Tiere. Okay. Träge, was ist Stränge, die. Was? Stränge dieses organischen Polymers sogar sorgen dafür, dass sich die Hitze verteilt und dich kühl hält. Die Tarnfarbe sorgt für eine bessere Tarnung gegenüber feindlichen Kreaturen. Bietet leichten physischen Schutz, aber weniger als Zitin. Ah, cool, nehme ich. Gilly-Rüstung. Alles ist gut. Ja, aber ich lerne jetzt eh nur dann immer nur das, was ich brauche, oder? Brauche ich eine Balliste eigentlich? Wenn wir irgendwann Titan mal zählen, brauchen wir das bestimmt. Ja, aber in unserer Basis könnten wir noch eine Balliste aufstellen, oder nicht? Eine Basis und lieber ein automatisches Geschütz. Das lernen wir später auch noch. Ach so, okay. Muss man nur die Munition craften und die machen das schon. Das habe ich schon gelernt. Wir sind eh in der Nähe von dem Dings, ne? Das heißt, Geldsachen sind gar nicht so schlecht. Hab ich aber schon gelernt. Also kannst du aber trotzdem lernen, wenn du willst. Mach ich, lerne ich jetzt auch mal mit so. Aber Steingebäude. Ja, ich lerne jetzt die ganzen Steinsachen. Steindach, Steinrahmen, verstärkte Holztür. Steinpfeiler kann mich mal. Fensterrahmen oder Stein. Wie? Ja? Pfeiler bauen?
Pfeiler bauen kann ich mal. Verstärktes Fenster. Schräges ja, Steindach. Im Nebel sieht man wirklich gar nichts. Oder? Und Trepperstein, so. Feuerstellerstein. Dollquadrat, Betäubungsfalle. Was, den Rest hebe ich noch auf, vielleicht brauche ich da noch irgendwas. Artefaktsockel, Zaunfundamenterstein. Brauche ich nicht. Steinpfeiler brauche ich auch nicht. Falltür brauche ich auch nicht. Okay. Immer wie das Chupi alle bei allen Sachen sagt, der braucht sie nicht, ne? Abgehoben schon. Passt, dann sind wir bei 30 Minuten, dann würde ich sagen, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es bis hierher geschafft hat. Wenn ja, Respekt, ist ja nicht viel passiert. Eigentlich ist wenn ihr es bis hier geschafft habt, Leute, sucht euch ein Hobby. Eiskalt. Aber ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.